Am Wochenende gehen Peter und seine Frau Martina regelmäßig zum Schwimmen ins Freibad. Der Ablauf ist immer der gleiche. Und das ist wichtig. Peter plant jeden Schritt in seinem Leben minutiös genau. Unvorhergesehene Ereignisse bedeuten eine massive Störung für ihn. Erst seit 8 Jahren weiß Peter, warum das so ist. Mit 41 bekommt er die Diagnose. Asperger-Syndrom, eine Form des Autismus. Das ist immer hier der Einstieg, da drunter und so ein bisschen plöschern. Dann hat man sich an das Wasser gewöhnt. Dann eine Runde schwimmen und dann springen. Peter braucht immer die gleichen Rituale. Schachtattack. Sonst bricht das Chaos in seinem Gehirn aus.